gesprochen, 26.02.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie, YouTube. Panierter Nuss-Camembert mit pikanter Pflaumensoße, servieren Sie dazu Baguette für 4 Portionen Soße, 500 Gramm Pflaumen oder Zwetschgen, 1 kleine rote Chilischote, 10 Blättchen Minze, 1 Esslöffel Olivenöl, 2 türkische Lire Rohrzucker, 1 Msp. Gemahlene Koriander und Salat, 125 Gramm Feldsalat, 4 Esslöffel Olivenöl, 3 bis 4 Esslöffel Zitronensaft minus 1,5 Teelöffel, mittelscharfer Senf, Salz, schwarzer Pfeffer und Käse, 50 Gramm Weizenmehl Type 445 Gramm Semmelbrösel, 60 Gramm gemahlene Haselnüsse, 4 runde Camemberts, 100 bis 125 Gramm plus 5 Esslöffel Bratöl für die Soße. Pflaumen waschen, halbieren, entkernen und Hälften vierteln. Chili waschen, längs halbieren, entkernen, fein würfeln mit Pflaumen sowie 3 Esslöffel Wasser in kleinen Topf geben und im geschlossenen Topf ca. 12 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. In Mixbehälter geben und etwas abkühlen lassen. Inzwischen für den Salat Feldsalat putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Öl mit Zitronensaft und Senf vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 2. Für den Käsemehl mit 100 ml kaltem Wasser in tiefem Teller verrühren, salzen und pfeffern. Semmelbrösel mit Haselnüssen in zweiten tiefem Teller vermischen. Käse mit Hilfe zweier Gabeln zuerst in der Mehlmischung wenden, dann in der Nuss-Semmelbrösel-Mischung rundherum panieren. Öl in große Pfanne erhitzen und Käse darin ca. 6 Minuten bei mittlerer Hitze rundherum anbraten. 3. Inzwischen für die Soße Minze kalt abbrausen, trocken schütteln und Blätter grob hacken. Mit Öl zu den Pflaumen geben und fein pürieren. Mit Salz, Zucker, Koriander und Pfeffer pikant abschmecken. Salat auf 4 Teller portionieren und mit Dressing beträufeln. Panierten Käse darauf setzen und mit Pflaumensoße servieren.